Das erste ist Fassungslosigkeit, die Ich bin Christ sich in Worten des Betens äußert für die Toten um Gottes Frieden für sie, für die Hinterbliebenen, für die Angehörigen, für die Menschen, die unendliches Leid jetzt zu tragen haben. Auch gerade angesichts der vielen jungen Menschen, die traumatisiert diese Taten miterlebt haben und für die vielen, die jetzt Verantwortung tragen, kluge, weitreichende und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die hoffentlich zu mehr gerechtem Frieden und nicht zu mehr Terrorismus führen. In jedem Flüchtling kommt uns ein Mensch entgegen wie du und ich. Jeder Mensch möchte gerne mit Anstand, Ehrfurcht und mit einem wachen Gewissen, dass wir zusammengehören, aufgenommen werden. Und das hoffe ich, dass das in unserer Gesellschaft immer mehr gelingt, so auch mit den Herausforderungen, die uns in diesen Tagen und Wochen auf besondere Weise nahe kommen, umzugehen. Zugleich ist es mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, wir leben nicht zuerst als Bedenkenträger, sondern als Menschen, die für Solidarität und Gemeinschaft in der einen Welt einstehen.